Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen endlich den Unboxing-Simulator. Das bedeutet, Kaspar hat seine Haare verloren. Leute, ihr werdet es gleich sehen. Und die sind irgendwo in den Kisten versteckt. Die müssen wir finden. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet. Dreht auf jeden Fall einmal ganz euer Handy. Drückt auf die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kaspar! Yo! Rocko, was geht? Nein! Wo sind deine Haare? Warte mal ganz kurz, ich muss hier nochmal nachgucken. Meine Haare sind anscheinend da drin geblieben oder so, oder? Wie jetzt? Hä? Oh nee, was ist das denn? Du hast einfach eine Glatze. Was ist denn los bei dir? Warte mal, aber kann ich... Hä? Jetzt habe ich da nur so einen blöden Hut gefunden, sag mal, im Karton. Was? Och, Mann. Ja, gut, also, Broxo, du siehst hier diese ganzen Kartons, die um uns herum sind, ja? Ja. Und wir müssen... Irgendwo hier sind meine Haare, aber ich weiß auch nicht wo. In irgendeinem von den Kartons, oder was? Ja, irgendwo müssen die drin versteckt sein. Also wir müssen irgendwie mal nachgucken und die aufmachen. Okay, pass auf. Ich werde dir helfen, deine Haare zu finden. Keine Sorge auf jeden Fall. Das Ding ist, wie oft müssen wir denn immer die Boxen hauen? Das dauert ja ganz schön lange. Können wir nicht irgendwie eine Schere oder was holen? Das dauert ganz schön lange, aber ich hab gleich, wenn ich, du kriegst sozusagen Coins aus jeder Box raus. Ja. Und ich hab gleich schon genug Coins. Ja, du, komm mal mit hier zur Großen. Ich glaube, wir können uns zusammen auf eine schlagen, oder? Guck ich weiß mal, nicht genau. Ich habe ein Ninja-Band jetzt um meinen Kopf herum. Habe ich in der Box gefunden. Hä, wie cool. Yeah, ich bin Ninja. Ist das ein Ninja-Band oder ist das ein Pferdeschwanz? Das sieht auch ein bisschen aus. Nein, das ist ein Ninja-Band. Das heißt Ninja-Headband. Und, oh mein Gott, guck mal hier. Pass auf, warte, pass auf. Und dann noch. Oh yeah. Sieht ja richtig gut aus, sag mal. Sieht richtig gut aus, Alter. Na gut, okay, pass auf. Also du sagst, man kann dir noch irgendwo Waffen oder was holen, ne? Ja, wir können später Waffen kaufen, aber erstmal müssen wir noch ein bisschen auf die Boxen einschlagen. Ja, stimmt, 150, okay, das Ding kostet dann, okay, das hat dann mal 2 Damage, okay. Und ich sehe gerade da vorne. Und du kannst später... Ja, dann lauf mal hin. Ich kenne das Geschenk schon. Weißt du, wie viele Schläge du brauchst fürs Geschenk? Wie, du kennst das schon? Ich kenne das schon. Wieso, wie viele Schläge? Guck mal, wie viele du brauchst. Okay, 2000, okay. Ja. Aber, ganz schlimm, ich kann mir nämlich gleich schon die Waffe kaufen. Oder, mal einen anderen Vorschlag. Ja. Das heißt, wenn wir uns eine kleine Finanzspritze gönnen. Ich würde auch sagen, so eine kleine Finanzspritze schadet auf jeden Fall gar nicht. Und das Ding ist, gönn ihr mal bitte noch den Hut, den ich hier bekommen habe. Achso, ich muss dafür, mein Ninja-Band ausrüsten. Damit. Das heißt hier, bam. Alter, richtiger Sonnenhut, sag mal. Ja, damit brennen wir über gar nichts mehr. Und das Ding ist, Alter, ich kann die Box schon mit 3 Schlägen kaputt hauen. Ja, dann hast du jetzt schon, dann ist es der Hut, der Hut gibt jedes Mal. Stimmt, du musst einfach nur Boxen hauen und dann kriegen wir dadurch quasi. Okay, aber wir können schon gerne eine kleine Finanzschüsse gönnen, wenn du möchtest. Okay, was wollen wir uns holen? 84 Coins? Ich kaufe mir jetzt mal ganz kurz 84 Münzen für 120 Robux gekauft und dann. Sehr schön, ja. Wollen wir uns eine neue Waffe kaufen, oder was? Ich würde sagen, wir gönnen uns irgendwas Schönes, oder nicht? Irgendwie so ein cooles Schwert oder so. Hättest du da Bock drauf? Ja, mal gucken, wie viel wir uns leisten können. Also hier. Okay, also wir können uns nur diesen Steinhammer kaufen. Okay. Aber auch nicht dann so schlimm. Auch nicht so schlimm. Holen wir uns den mal gucken, wie schnell wir jetzt schon Pakete aufmachen. Ja, das ist halt das Ding nämlich, weil ich habe eben schon richtig schnell was gemacht. Jetzt habe ich doppelten Schaden. Guck mal hier, die kostet 150 die Box. Lol! Oh. Wir können auch zusammen. Wie wir die weghauen, Alter. Alter, lass mal gleich das Geschenk aufmachen. Die hauen wir richtig weg. Und? Oh, noch mehr Münzen hier rumliegen. Oh, das waren 16. Schön. Alter, wie viele Münzen sind das? Würde schon gerade gewesen. So. Ja, guck mal, da hinten liegt noch so eine Mütze, wie ich auch hab. Die liegt einfach noch auf dem Boden. Wie eine Mütze. Eine Mütze liegt dahinter. Jetzt ist sie weg. Da lag eben noch eine, die genau hinter dir. Die hättest du aufsammeln können. Hab ich gar nicht gesehen, dann war ich ja blind. Ja. Ich hab einen neuen Hut. Oh, ich brauche langsam auch echt mal einen besseren Hut. Oh, der ist nicht so gut. Aber warte mal, kann die Sache Verzauberung? Stimmt. Was ist? Das ist Verzauberung. Verzauberung gesperrt. Ja, oh, das Ding ist, man kriegt jedes Mal nochmal Münzen, wenn man irgendwie so Schaden hat. Alter, ich mach die jetzt richtig schnell auf. Wieso? Alter! Hä? Oh mein Gott! Was hast du gemacht? Ich hab so einen Hut, der heißt Level 3 und jetzt habe ich gerade einen Hut entdeckt. Pass auf, guck dir mal meinen Hut an. Warte mal, ich komm mal zu dir. Das ist doch nur deine blöde Mütze. Hä, man kann richtig viele Hüte, ausrüsten, habe ich das Gefühl, oder? Nein, man kann nur... Hä? 2 Stück. Also, nee, es sind so Attachments. Guck mal, ich habe hier eine Gitarre gerade gezogen. Also eine Gitarre? Di. Oha, Mann, du bist da... Ich hab deinen Hut bekommen. Sehr schön. Aber, ja, aber hast du auch mal 3? Davon gibt's verschiedene. Genau, meiner ist Level 3. Und diese kleinen Geschenke hier, die mache ich alle mit einem Schlag auf, ne? Ja, ich auch, Alter. Das geht richtig ab. Aber das Ding ist, man hat halt auch immer noch mal Ansprüche. Also beziehungsweise so Quest und jetzt habe ich... Ah, ich habe auch noch eine Damage Potion, ne? Erhöht Schaden für 20 Minuten lang um 10%. Ja, dann nehme ich das doch, das Ding mal ganz kurz. Wo ist das hier? Ja, okay. Und verwenden. Komm, hau.
Mann, ich möchte jetzt auch einen krassen Hut haben, so wie deiner. Wieso, mein Hut ist auch nicht so krass. Also, was krass ist, die Gitarre. Ja, die. Achso, die Gitarre ist so heftig, oder was? Ey! Ja, die ist gut. Oh! Perfekt! Und nochmal eine Sonnenbrille gezogen, sehr schön. Mann, ich möchte auch so viele coole Sachen haben wie du. Aber so. Ich kann mir jetzt gleich die neue Axt leisten für 900. Ja, die können wir noch. Wollen wir noch das Geschenk hier vorne holen? Guck mal, hier sind verschiedene Geschenke noch, sehe ich gerade. Da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr drin, weißt du? Meinst du, die sind verschieden groß? Oh mein Gott, ich habe neuen Hut. Buchsexplosion? Ist der selten oder ist der normal? Och Mann, ich habe nur Level 1er. Hier, das geht schneller, Brock, so hier das Geschenk. Warte, ich komm. Alter, ich mach grad 20 Schläge pro Schlag, ne? Okay, 20 mach dich ohne mich auf. So, ich komm. Ich mach noch nicht oben nicht auf, ich warte hier. Ich hab einen seltenen Hut. Was hast du? Nein! Ich guck gleich mal, was der kann. Der sieht heftig aus. Nein, okay, na gut. Aber das ist Level 1. So, zack. Aber das Ding ist, oh Mann, der Hut, der ist zwar voll gut. Ja. Aber das Problem ist, der hat einfach so wenig, also so wenig Level. Kannst du nicht ausrüsten, meinst du? Oh, was ist jetzt? Oh Gott. Oh, ich hab genug Coins. Ich hab auch genug Coins warte mal, wir können auch nächste Fläche freimachen, ne? Hast du schon über 1000? Ja, wir können auch die nächste freimachen. Da sind ja dann größere Dings. Ja, dann lass uns doch hin, wenn wir größere Geschenke bekommen. Lass das machen. Und dann können wir danach immer noch das andere Dings kaufen. Stimmt, den großen, ne? Weil wir brauchen bessere Hüte und ich glaube, da kriegen wir bessere Hüte. So, in der Nähe freischalten. Ist das denn? Ich hab ein Schwert. Wie? Ne? Oh Mann, ich hab alles nur Level 1. Und das kann ich mir auch. Ja, aber trotzdem, welches ist das Schwert voll krass? Ich glaube, das ist besser. Das ist nur Dingens. So, kaufen. Das war leider nur. Nur Deko. Oh Gott. Ach, okay. Es dauert ja ewig, bis man die kaputt haut. Ja. Warte, was habe ich denn hier hinten? Verzauberung! Hier hinten! Wie Verzauberung? Hier können wir zu einer Verzauberung gehen. Okay, warte. Ich komme sofort. Ich habe fast die erste Box kaputt gemacht. Ja, hallo, lieber Magier. Ich würde gerne was verzaubern. So, angenommen, ich verzauber jetzt meine Mütze. Die kann ich. Ja. Hä? Geht das? Sehen sie aus. Ich will irgendwas zusammenführen. Ich habe halt nur so ein Level 2 Hut. LOL! Was? Du kannst diese ganzen random Objekte, egal was es ist, die Gitarre, Klamotten und so, kannst du einfach alle zusammenführen, gleich bei Verzauberung. Wähl deinen krassesten Gegenstand aus und dann geh auf Verzaubern. Und dann kannst du die Sachen auswählen, die er sozusagen zusammenführt und dann wird es einfach damit verzaubert. Ja, aber warte, ich geh. Ah! Warte, wie denn? Wie machst du das? Oh mein Gott, ich hab eine seltene Krone entdeckt. Mega selten. Warte mal. Oh mein Gott. Hey, warte mal, ich hab jetzt. Was hab ich gemacht? Guck mal, was ich hab. Alter, du hast so eine riesen Krone. Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell so ein Paket kaputt gehen wird, ne? Hier. Boah, man kann auf jeden Fall viel schneller schlagen, muss ich sagen. Alter, aber bei mir dauert es trotzdem lang. Alter, ich habe auch einen krassen Hut bekommen. Oh, Level 8. Guck mal hier, warte mal. Der ist quasi fast genauso gut wie meiner, den ich jetzt habe. Oh, Alter, der sieht krass aus. Der sieht krass aus, ne? Ja, das Ding ist, meine Brille bringt halt gefühlt auch gar nichts. Ist mir aufgefallen. Ja, du kannst nur die Sachen verzaubern, die du auch sozusagen nicht ausgerüstet hast gerade, weißt du? Ja, okay, das heißt, okay, eigentlich musst du so viele Items sammeln, wie es geht, damit du die schön zusammenführen kannst und verzaubern kannst. Das ist natürlich clever, ne? Deswegen, also am besten ist es gerade so viele Sachen aufzumachen, wie es nur geht. Und das Ding ist, ich glaube, wir müssten gleich mal für 900 Dollar und diese... Würde ich auch sagen, den nächsten holen. Wir sind so blind, da ist eine Münzkiste. Nein, oh mein Gott. Ja. So, pass auf, die hole ich mir jetzt mal ganz gut. Ich habe jetzt auch noch... Hier nochmal die Box kurz. Ich habe nochmal so ein Optimus-Dingens. Zwei Stück. Drei Diamanten. Ja, ich habe auch gerade drei Diamanten bekommen. Richtig komisch. So, Münzkiste. Oh mein Gott. Wie viel hast du bekommen? Ich habe jetzt 5000. Was? Ja. Oh mein Gott. Alter, hier wird 6800. Ich gehe ganz kurz zum Spawn zurück. Dann müssen wir uns da vorne hinspawnen lassen. Okay, nicht schlecht. So, ich habe jetzt hier auch 8500. Alter Vater, ey. Das ist halt richtig krass, ne? Guck mal, ich gehe. Da können wir uns jetzt schon einen richtig krassen Hammer holen. Warum hast du eigentlich 8500? Alter, ich habe hier voll den krassen Zauberhut gerade gezogen. Ja? Guck mal, das Ding ist, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mir eine neue Waffe zu kaufen. Und zwar... Die nächste kostet 12.000, das ist so ein Schwert. 12.000, aber ich würde sagen, wir kaufen erstmal den nächsten Hammer. Ja, genau, wir haben einen blauen Hammer. Und dann können wir wieder zur Castle gehen und gucken, wie viele Orte es gibt. Wie viele Maps gibt es hier? Ja. Okay, so, okay, komm. Kurz zur Burg zurück. Und dann kann man auch Waffen eigentlich verbessern? Nee, ne? Das glaube ich nicht, aber ich kann hier wieder mal was verzaubern, sehe ich. Das mache ich jetzt auch ganz kurz. Ich werde das mal ganz kurz hier. Gut, okay, das sind natürlich. Oh, okay, das bringt ein bisschen mehr Damage. Level 10 ist mein Königshut hier schon. Ich frage mich auch. Ja, ich frage mich auch, ob es vielleicht was bringt, ob ich die Gitarre ablege und dafür sozusagen einfach die Gitarre mit verzaubern lasse in meinen Hut, weil der Hut so krass ist, weißt du? Boah, das Ding ist, ich habe jetzt gerade. Mein Hut ist jetzt richtig krass, ne? Ich habe jetzt gerade alles dafür weggegeben. Das ist Level 12. Level 12 schon, oh mein Gott, dann kannst du. Oh mein Gott, ich brauche nur zwei Schläge für diese Dinger. Für die großen oder was? Oder für die kleinen? Für die kleinen.
Okay, das ist krass. Also denk daran, dass du immer noch Quests unten rechts hast, ne? Da gibt's auch mal Münzen. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Wenn du hier Schaden austeilst. Ich krieg jetzt gerade ein paar Diamanten. Was bringen denn Diamanten? Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass du damit irgendwas freikaufen kannst oder so. Nochmal extra als Bonus. So. Oh mein Gott, Alter. Man kriegt jetzt richtig viele Münzen, wenn du die Quests erfüllst. Ich krieg hier so viel Hüte gerade gefühlt. Ich habe wieder diesen Hut bekommen. Level 10 jetzt diesmal. Besser sogar. Kannst du den Safe-Core richtig krass verzaubern. Sag ich dir jetzt schon. Wenn der Level 10 ist. Nee, also du musst jetzt geh mal auf verzaubern und dann hau den Pack den. Also jetzt hast du den Level 10 oder was? Wo ist das denn? Ein Feuerhut? Roter Feuerhut? Level 8. Aber verzauber mal, du kannst die alle zusammenführen. Ja, aber ich warte doch erstmal noch. Ich warte, bis ich so einen richtig heftigen habe. Ja, okay. Also ich habe schon einen Rare-Hut. Hast du bei dir nur normale oder was? Rare! Das? Noch Mano! Alter, das ist so ein Zyklopenhut oder so. Wieso? Das heißt, auf jeden Fall. So Wieso? Hörner hat der Hut. Warte, Hörner? Ja, so riesige Hörner. Ich mach das hier noch kurz kaputt und dann setze ich den mal auf. So, wenn ich den verzauber mit meinem Königshut, dann müsste ich den wahrscheinlich Level 15 haben oder sowas. Ey, das ist ja voll verrückt, Mann. Ich sag's dir, das könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie Level 15 ist oder so. So, pass auf, das Ding ist, ich habe jetzt gleich genug, 12.000 braucht man für das Schwert, glaube ich, ne? Ich habe 900 wieder bekommen. So, ich verzauber hier bei den Spaß. Red Wizard Level 10. Hallo, so. Was ist Level 10? Ich habe Red Wizard Level 10 Hut. Sammeln, das bringt übel Boost. Das bringt übelst Boost. Was denn? Die Quest. Oh, noch ein Level 10er. Ja, die Quest, die mache ich die ganze Zeit. Die bringt voll viel Geld, ne? Alter, jetzt hau ich so krasse Hüte da rein, ne? Oh mein Gott. Pass auf, du verpulverst jetzt dein ganzes Ding schon. Was verpulver ich? Verpulver hier gar nichts, sag mal. Doch, du verpulverst. Ich sag dir, du verpulverst das jetzt. Wieso? Ich hab die alle Hüte jetzt wegverkauft. Die sind alle Level 10 gewesen. Ja, pass auf, und ich habe jetzt gleich einen richtig heftigen Hut. Was denkst du vielleicht? Oh mein Gott, was ist das denn? Level 10er Orakel. Sehr schön, hier nehme ich mal mit. Ich glaube, ich könnte eigentlich auch nochmal die Gitarre verzaubern, ne? Das Ding ist, stimmt, du kannst auch sowas verzaubern. Ja, aber dass du sowas schon bekommen hast, ne? Ich hab, das Ding ist, guck mal, ich hab nur einen Hut. Ja, du hast nur einen Hut, aber jetzt geh mal zum Spawn und hol mir jetzt erstmal. Ey! Ich hol mir jetzt auch das Schwert, du Nachmacher. Was für ein Nachmacher? Ja. Wie viel Geld hast du gerade? Ich hab jetzt 12.000. Ich hab 16.000. Warum hast du denn 16.000? Ich habe bisher mehr als du. Okay, jetzt kostet aber 70.000. Da müssen wir ein bisschen entspannen noch. So. Lol. En garde. En garde, en garde. Also eigentlich heißt es jetzt nur noch mal Boxen aufsammeln. Ich bin gespannt, wie schnell das geht. Na, ich will die Gitarre unbedingt noch mal verzaubern. Ja, ich will jetzt auch noch mal, pass auf, ich werde so viele Boxen aufmachen. Ich möchte jetzt so den heftigsten Hut bekommen. Ich habe auch deine Krone. Oh, lol. Ja, die ist gut, Digga, die ist gut. Hä, aber dafür, dass das Ding rare ist. Ja. Okay, es ist ein bisschen besser als Level 8er Sachen. Welches Level hat die Krone? Level 9? Level 8. Okay. Ich habe Engelsflügel gefunden. Och, Alter, das kann doch nicht angehen. Juhu! Warum hast du denn so heftige Sachen? Ja, Digga, ich mache dir die ganze Zeit gute Boxen auf. Du machst anscheinend nur so kleine auf. Du musst ja die großen nochmal. Ich mache auch die großen auf. Ausrüsten. So, Anspruch, okay. Warte, wie viel kostet das Geschenk? Was glaubst du? Ich habe wieder ein neues Inventar. Das ist teuer, das ist auf jeden Fall. Also ich hab echt so ein Pech, ne? Also ich hab das Geschenk kostet 20.000 und ich mache so ungefähr 500-600 pro Schlag. Warte mal, da fällt mir noch ein, ja. Wenn wir 500-600 pro Schlag machen, könnten wir doch eigentlich in der Map von vorher alle Pakete One-Hit holen. Boah, was ist denn das für ein Hut, Alter? Oh mein Gott, das ist der Trick. Level 10. Du kannst alle Pakete One-Hit holen. Ja, aber du hast doch nur so blöde. Ja, aber vielleicht krieg ich da die ganze Zeit jetzt so Sachen raus, wo dass ich sozusagen die ganzen Sachen verzaubern kann, weißt du? Aber die sind doch nur Level 1. Ja, geht trotzdem klar. Nein. Hier, nehme ich mal mit hier. Na gut, okay, wahrscheinlich geht's schon nicht klar, das stimmt. Denk dran, dass du die Quest jetzt annimmst, ne, das Geld. Das ja, ich krieg doch... Oh mein Gott, was hab ich jetzt gerade bekommen? Ich hab wieder ein neues Geld oder so bekommen. Ich hab jetzt, warte mal, ich hab einen neuen Hut oder so. Brille! Stufe 6! Ja! Was? Mann, nein! Das heißt, ich habe jetzt extra nochmal mehr Schaden. Sehr gut. Oh mein Gott, wie viel war denn da jetzt gerade da drin? Ich bin gespannt, was hier gleich im Geschenk drin ist, was ich hier gleich aufgemacht habe. Sag mal, coolen Hut hast du da? Hörner oder... Aua! Hopp! Wow! Oh mein Gott! Hast du auch diese... Alter, ich hab so... Lol, guck mal hier! Die ist Level 16! Level 16! Oh mein Gott, okay, pass auf! Ist das ein Hut? Das ist ein Hut, ne? Das ist die gleiche wie eben, aber die ist schon Level 16, ja, Mann. Hier, guck mal! Und jetzt kann ich meins verzaubern. Jetzt habe ich so viel gerade zum Verzaubern. Oh mein Gott, das muss ich nochmal machen. Oh mein Gott, jetzt... Oh mein Gott, oh mein Gott. Level 26 ist das Ding jetzt. Das Ding ist Level 26. Also aus Level 26, holy moly. Ja, ja. Level 16, Verzauberung, hau ich das mal drauf. Ich krieg grad so viel Schaden.
kann das denn Level 20 sein bei dir? Level 26. Ich habe gerade alle meine Hüte gespart. Ich habe gesagt, du sollst das machen. Okay, ja gut, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe meine Gitarre, meine Flügel, alles draufgehauen. Hä, das ist trotzdem eine Glatze. Level, ja, jetzt habe ich einen Hut wieder aufgesetzt. Mein Hut ist Level 23 und macht auch eigentlich alles wanted. Also ich würde sagen, lass mir die Geschenke aufmachen. Das scheint heftige Sachen. Oh, was ist das denn? Eine Axt? Epic! Nein! Level 10 Axt? Das kann nicht sein. Ein Hut? Das ist kein Safe, kein Hut. Ey, das soll ein safe. Hut sein. Obwohl, warte mal, ich mach mal meine Brille weg. Geht das dann? Ja, das geht dann, ja. Wieso, eine Axt hast auf dem Rücken. Eine Axt im Gesicht oder was? Eine Axt auf dem Rücken. Oh mein Gott. Und die kannst du auch noch verzaubern, die Axt, ne? Wenn du jetzt irgendwie was wegpackst, die Brille oder so zum Beispiel. Ja, ja. Kann ich noch verzaubern. Also die Axt sieht heftig aus. Ich mache jetzt erstmal das Geschenk wieder auf. Wahrscheinlich ziehe ich auch eine Axt hoffentlich. Und. Oh, was ist das denn? Oh. Nichts. Da war nichts drin. Wie nichts? Da waren nur Coins. Och, Mano. Ey, lass mal auch hier zusammen ein bisschen Geschenk aufmachen, weißt du, wir kriegen ja eh das Gleiche. Ja? Das sind drei Stück, lass uns zusammen. Ja, wir kriegen noch genau das Gleiche, wir beide, weißt du, okay. Und deswegen wird schneller werden. Auch, ich bin auf dem Weg. Dann lass sie mal aufmachen hier, die ganzen Geschenke, und dann kriegen wir nur die besten Sachen die ganze Zeit. Hey! So, ich schlag mit drauf. Ich auch. Und? Oh, neuer Hut, aber... Kein Hut. Ich hab schon einen Zauberhut, glaube ich, bekommen, Level 16. Was, du hast einen Zauberhut bekommen? Ja, der ist voll heftig. Ich nicht? Ne, wieso nicht? Wie hast du einen Zauberhut bekommen? Ich habe keinen bekommen, vor allem Level 16, voll krass. Wenn du jetzt Level 16 da reinpackst. Ich habe schon wieder keinen Hut bekommen. Habe ich auch nichts bekommen. Oh, jetzt habe ich einen Hut bekommen. Epic! Rare! Ich habe Epic, so einen Mystery-Hut. Level 12, Warlord-Helm. Okay, habe ich auch. Hier, sag ich das mal mit. Ey, wieder was Neues jetzt gerade bekommen. Echt, die Geschenke sind das Wichtigste, ne? Hab ich das Gefühl. Hier nochmal mitnehmen. Das Ding ist, pass auf, warte. Wir brauchen halt, ich weiß nicht, wie viele Münzen hast du? 37.000. Ich habe 47.000. Ich frage mich halt gerade, was man jetzt so machen kann am besten. Wir können auch in 5 Minuten, könnten wir rein theoretisch wieder uns Coins abholen, ne? Da vorne bei der Box. Ja, stimmt. Wir brauchen 80.000, 85.000, um da in das nächste zu kommen. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch frei, oder? Schaffen wir noch? Oh, mein Hutinventar ist sogar voll. Oh, ich guck mal hier kurz rein. Ich habe mittlerweile auch schon ziemlich viele Hute angesammelt. Ja. Willst du dich schon verzaubern oder wollen wir noch nicht? Also ich würde sagen, ich verzauber ein bisschen so 3 Hüte weg, dass ich gleich richtig krass Hüte ziehen kann in der nächsten Sache. Weil das Ding ist ja, pass auf, ausrüsten. Ah ne, ich muss es ausrüsten hier. Dann Verzauberung. Verzauberung und dann mache ich mal ganz kurz so 3 Hüte weg. So. Alter, Level 31, der Hut bei dir auch? Ich kann meinen richtig hoch machen, aber das Ding ist, lass mal hier die neue Sache freischalten. Ja, lass mich mal freikaufen da, das Ding. Okay, genau. Okay. 85.000 Münzen, ich habe 96.000, das sollte ja eigentlich hin. Und, freikaufen, ja. Jo. Alter. Ich würde also, aber sagen, hier, Kaspar, wir machen in der nächsten Folge weiter. Klingt gut. Und dann finden wir hoffentlich meine Haare. Ja. Das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall einzeln mein Video aus. Und Part 2 kommt morgen, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.